Nachdem die letzte Folge ein unverhofftes Ende genommen hat, als mein Browser abgeschmiert ist, begrüße ich euch nun umso munterer und fröhlicher und mit voller Motivation hier zur nächsten Folge von Ooni 2016. Weiter geht's im Spielgeschehen und diesmal so richtig deftig, ne? Also wie gesagt, ich spiele das leider im Browser und da kann's ab und zu mal passieren, dass da irgendein Fehler auftaucht und diese ganze Kacke hier den Bach runtergeht. Aber das liegt einfach dran, das ist nämlich die optimierte Version für Smartphone. Das ist eigentlich die App-Version, die ich hier spiele. Und ja, da kann das wirklich tatsächlich mal passieren, dass wir da irgendwo dann hängen bleiben. Und das tun wir ja sowieso. Wir sind ja eh so die absoluten Abhänger, die nicht weiterkommen und nicht wissen, was sie zu tun haben. In der letzten Folge haben wir aber jetzt unserer Freundin, der guten Mika, einen Mondanhänger gegeben, einen Talisman, der sie ja vor den blauen Teufeln hier beschützen soll. Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, was es uns gebracht hat. Ich vermute mal, dass wir irgendwas getriggert haben und nun irgendwo anders weiterkommen können. Ich gucke einfach mal. Und wir suchen jetzt hier die Zimmer nochmal durch und vielleicht treffen wir sogar nochmal auf Takuro, der hier irgendwo auch noch rumlungern muss. Genauso hier wie Takeshi. Und war da noch irgendjemand? Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand war doch da noch, ne? Wissen wir nicht mehr. Werden wir noch sehen. So ein Rotschopf, glaube ich, oder? Habe ich mich... Kann auch sein, dass ich mir das alles einbilde. Hier ist auf jeden Fall nichts. Ha? Was müssen wir denn jetzt dann noch machen? Die Zimmer haben wir auch jetzt größtenteils schon abgehandelt. Also da wüsste ich jetzt nicht, was wir da noch gucken sollen. Ich guck erstmal hier oben. Denn da hatten wir die Tür, die ist verschlossen. Können wir da irgendwas nicht machen? Auch schon probiert gehabt, ne? Türknopf und so funktioniert nicht. Das ist doofe Farbenrätsel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier auch jetzt noch was machen müssen. Okay. Ey, lass mich mal bitte in Ruhe. Gott sei Dank haben wir natürlich unseren Talisman abgegeben. Weil wir den ja auch überhaupt nicht brauchen. Die olle Schnalle da in ihrem Raum wird ja eigentlich gar nicht verfolgt. Meine Fresse, da wollte ich da gerade unten in die Schränke nochmal rein lugen. Ja, wollte ich mal einen kleinen Blick reinwerfen. Mal reinkibitzen und da kommt ja gleich der olle Oschi raus und jagt uns durch das ganze Gebäude. Aber hier ist auch nichts, oder? Moment mal. Nee, ne? Die Wand sieht etwas komisch aus. Und er fühlt auch hier an der Tapete etwas Komisches. Kann ich die aufkuckeln? Ach hier. Die Tellerscherbe benutzen wir, um hier die Tapete lockern und da ist ein Gang hinten. Ach nee, das ist eine Tür. Aber die hat keinen Knauf, deshalb müssen wir da wahrscheinlich erstmal den Türknauf ranmachen. Zack. Das speichere ich aber nochmal vorher. Das sieht man aber wirklich, wenn man nur ganz genau hinguckt. Hätte ich jetzt meine Brille nicht auf, hätte ich das gar nicht gesehen. Verdammte Kacke. Und er lädt. Okay. Was machen hier? Ich sehe nichts. Ah, Feuerzeug, ne? Okay. Ach, hier haben wir eine Kerze. Da ist eine Kerze tatsächlich. Wollen wir sie anmachen? Ja. Was ist das für ein Bild? Wir sehen auf jeden Fall ein Antlitz, können es zuordnen und ja. Müssen wir auch nicht, denn wir schieben gleich mal das Regal davor. Das ging jetzt schneller als gedacht. Ein Gefängnis. Da liegt ein Schlüssel auf dem Boden und da wurden wir getötet. Da kriegen wir gleich hier Grand Blue Fantasy Werbung. Na danke. Okay. Ich wechsle gleich hier auf Grand Blue Fantasy, wenn ich hier nochmal sterben sollte. Okay, wir kriegen das schon hin. So, so weit waren wir und das war auch alles richtig. Dann hier rein und jetzt müssen wir irgendwas... Gucken wir mal, ich speichere mal. Alter, wie viele Speicherstände, ne? Fange ich mal ganz oben wieder an. Zack. Kannst du hier zumachen denn?
Wir wissen ja jetzt, dass er kommt, ne? Ah, okay. Dann nehmen wir den Schlüssel. Und sehen. Der olle Hampelmann wirft uns sein hässliches Gesicht zu. Ja, ja. So, aus mit dein Pornospielchen hier mit mir. Kannst du jemand anders suchen. Da oben, hier zweite Etage im Kinderzimmer in der Ecke, da soll so ein Mädchen hocken. Und die ist ganz willig, habe ich gehört. Die ruft immer noch, Taco, Taco. Da soll er mal einen Besuch abstatten, ja? So, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Ich speichere mal kurz. Noch einmal. Und was ist das für ein Schlüssel, den wir gefunden haben? Ach, hier für den Kellerraum. Also gut. Da dürfte eigentlich nur noch eine Tür in Frage kommen. Und das ist die hier. Und da gehen wir direkt mal rein und sehen, hier oben ist was. Kommen aber nicht ran. Okay. Also muss da irgendwas hingeschoben werden. Vielleicht oder irgendwas... Eine Verlängerung für unseren Arm. Eine Prothese, mit der wir das da runterholen können. Da oben liegt auch irgendwas drauf auf dem Regal. Nee, hier haben wir einen Stuhl. Den benutze ich mal unter... Moment, ja, ist richtig. Von der Höhe muss ich gucken. Zack, zack. Steigen wir da hoch. Und haben da ein Minus-Schraubendreher. Zack. Und da kann man auch nochmal sagen, hier komm, ich hau nochmal einen Speicher drauf. Wo sind wir jetzt? Hier. Der Keller scheint auch ein bisschen größer zu sein. Ja gut, hier kann man verkriechen. Gut zu wissen. Und hier brauchen wir wieder Licht. Feuerzeug. Zu Dank können wir das auch anmachen. Aber hier ist ein weiteres Gefängnis, was leider zu ist. Sieht aber auch wieder so aus, als würde dahinter was sein. Na gut. Dann halt hier lang. Verschlossen. Dann ist natürlich jetzt die Frage... Moment, hier kann ich ja... Nein. Ich immer mit meinen Schränken, ja. Was ich denn hier mache? Kann ich hier nicht irgendwas noch finden? Kann ich das nicht aufhobeln mit dem... Ja, tatsächlich. Soll ich damit den Kern da rausholen? Zack. Geht das, habe ich das jetzt gemacht? Habe ich den jetzt aufgemacht und da dann den Kern von dem Schraubendreher da rausgeholt. Was mache ich damit jetzt? Da kann ich die wechseln, die Aufsätze. Ach, das ist der Aufsatz nur gewesen. Ach so. Ah, okay, das sind nur die Aufsätze. Was mache ich denn mit dem Minus-Schrauben-Dreher dann? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss man damit jetzt öffnen können. Da oben müssen wir zweifelsfrei hochkommen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass wir jetzt hier wieder ganz weg müssen. Nur die Frage ist, wo sonst hin, ja? Mit dem Schraubendreher. Was kann man denn damit jetzt öffnen? Ein bisschen schade finde ich, dass man so wenig Hinweise kriegt. Zumindest wenn man Sachen untersucht, dass er nicht irgendwie mit interagiert und was sagt. Dass man sich dann so irgendwie Spuren sucht und damit dann den Weg durch dieses Anwesen bahnt. Weil so ist man so ein bisschen sehr ins kalte Wasser geworfen. Und tappt eigentlich durchweg im Dunkeln. So geht's mir zumindest, ich weiß ja nicht, wie es da bei euch war, wenn ihr es schon gespielt haben solltet. Weil so Hinweise gibt es ja eigentlich relativ wenig.
aber das ist ja vielleicht der Reiz, den das Spiel hier ausstrahlt. Es ist halt eine Herausforderung, ne? Hier noch irgendwas mit abdrehen oder... keine Ahnung. Da kann ich mich wieder reinsetzen. Ja, jetzt haben wir es nochmal gesehen. Sehr spannend. Also ich glaube, wir müssen wieder zurück in den Keller. Weil hier einfach nichts zu entdecken gibt sonst. Das ist... ja, sonst eigentlich fruchtlos, hier weiter rumzulaufen. Guck mal hier nochmal. Das Teil da oben müssen wir auf jeden Fall rankommen. Geht das nicht doch irgendwo hier? Aufsätze wechseln. Aber warum sollte ich das wollen? Jedenfalls hier alles verschlossen. Somit haben wir keine Chance, hier was zu finden. Da würde ich mich auch am liebsten im Schrank hier verstecken. So ein Mist. Will auch noch weiterkommen. Kann ich auch mit meinen Gegenständen nicht wirklich viel erreichen. Ich brauche hier auf jeden Fall irgendwas, um da ranzukommen. Talismanbuch bringt mich natürlich auch nicht wirklich viel. Hier? Und hinter der Tür? War hier noch was im Gefängnis? Hier irgendwas ausbauen, damit ich das fürs andere Gefängnis benutzen kann oder so? Ist ja auch fragwürdig, warum hier überhaupt ein Kerker mit integriert ist in das Anwesen. Kann man sich nur wundern, was hier mal passiert ist. Aber einem Anschein nach sind wir hier wirklich nicht auf dem richtigen Weg. Und da brauchen wir auch nichts mehr tun. Äußerst fragwürdig, diese ganze Kiste. Bleibt eigentlich nur noch mal die Küche. Dass man da noch mal guckt. Kann ich irgendwie am Kühlschrank irgendwas mit dem Minusschraubendreher? Nee, anscheinend nicht. Okay. Das gewohnte Szenario des Unwissenden, der hier wirklich ziellos durch das Anwesen streunert. Ich müsste mir da echt mal von anderen Let's Play angucken, wie die sich dann da so schlagen. Aber ich hab's tatsächlich ein wenig schwer. Sind wir hier, wo wir die Episode angefangen haben? Vielleicht kann ich hier noch irgendwas abschrauben, abdrehen. Am Tresor. Aber was sollte mich denn da irgendwie noch weiterführen? Ich weiß es nicht. Irgendwo noch eine geheime Wand oder so, die man wegschieben kann oder irgendwo noch was, um was aufzumachen. Das ist wirklich das Beste, was ich machen kann hier. Okay, liebe Leute, ich weiß schon wieder nicht weiter. Wirklich absolut rein, gar nicht, nullmäßig. Ich hab gar keinen Hauch einer Ahnung. Kann ich damit jetzt mit dem Minus-Schraubendreher-Dingens hier
Nee, auch nicht. Meine Fresse. Nee, das wird auch nichts, glaube ich. Da kann ich hier rumlaufen, wie ich will. Weiter führt es mich nicht. Da irgendwas an den Wänden. Irgendwo noch ein Geheimversteck. Kann ich den Stuhl mit nebenan dort reinnehmen? Tatsächlich, das geht sogar. Na, klasse. Können wir da also auch aufsteigen. Dann haben wir vielleicht doch noch was, was uns weiterbringt. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Zack. So, und jetzt haben wir hier den Schlüssel für das Kellergefängnis. Und der führt uns jetzt hier hin. Und erstmal einmal durch den Speicherscreen. Hat aber wieder ein bisschen gedauert, ne? So. Licht anmachen. Zack. Und dann können wir da rein. Ich mach mal wieder zu, lieber. Man weiß ja nie, was passiert. So, und was ist das? Okay, da ist irgendjemand eingekerkert. Man sieht da wahrscheinlich 5 Eisenstreben, die ihn da einsperren. Und was ist das jetzt schon wieder? Irgendwelche kryptischen Symbole. Soll ich da Zahlen oder irgendwelche Zeichen draus erkennen? Ein Hinweis gibt es scheinbar nicht. Nichts, womit ich interagieren kann. Kann man das irgendwie spiegeln oder irgendwie anders lesen? Wenn man das spiegelt, erscheint da irgendwas, was mich irgendwie weiterbringt? Das könnte das dritte ein Tisch sein. Ist es die Küche vielleicht? Ganz rechts irgendeine Art Stuhl umgedreht? Nee, auch nicht, ne? Was sind das für Zeichen? Womöglich irgendwas in der Küche oder so. Weil letztendlich, ich habe jetzt nichts, wo ich irgendwas eingeben kann. Also keine Zahlen oder sowas, deshalb muss irgendwie ein Versteck mir anzeigen, womöglich. Oder beziehungsweise Hinweis auf irgendein Versteck sein. Da müssen wir dann mal gucken, liebe Leute. Aber ich denke, das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn da habe ich jetzt gerade auch nicht so wirklich die Ahnung. Ich sehe nur ihn hier. Und das hier, ja. Super, okay, gut. Das würde ich sagen, verschieben wir dann einfach mal in die Zukunft, in die nächste Folge. Und schauen dann, ob wir da irgendwie weiterkommen. Und wenn nicht, dann... Ja, dann werden wir wohl hier im Gefängnis verrotten. Wir schauen mal, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt auch mal schön kommentieren und liken und machen und sonst was tun. Ich freue mich auf euch jedenfalls. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte gesund und munter. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.